Also ein Witz. Muss dem viel Wasser und Kaffee einflößen. Ja, genau. Kalt duschen. Aha, aha. Für die Russen, das ist schlimm. Gleich mal Kick. Ich finde die Karte hier einfach nur scheiße. Ozean. Nee. Ozean? Okay. Nein, Mann. Schön. U-Boote ist Ozean toll. Nicht ohne Inseln. Ah, jetzt ja. Eine Insel. Nur ein Schlachtschiff. Ohne Furutaka. Könnte schwierig werden. Stand by for action. The base is under attack. Impede the enemy's advance until the main fleet forces arrive. Du meinst die Verpisser-Taktik sei am Anfang gut? Die Versteckertaktik, sag ich mal. Also sei nicht Target auf jeden Fall. Sei entweder hinter einem anderen Schiff oder einer Batterie oder hinter Felsen. Dann schließe ich mal die Augen, vertraue der Macht. Genau so. Der Macht beim Schießen. Bug. Wo das Schiff hinfährt. Das mache ich alles intuitiv. Echt? Ich mache immer den Zielcomputer aus. Das hat bei dem Torpedo auch schon geklappt. Hör mal, ich denke, wir reden Stau. Ja. Hecker. Ja, da gab's am Anfang gab's. Hecker. Reifen. Also bis jetzt bin ich mit meinem AP nicht so gut gefahren. Ja, wenn sie so frontal auf die Barde. AI. Die Loadzeiten hier sind schrecklich. Oh, das ist so das Gefühl, die haben das überarbeitet im Zielsystem. Du musst jetzt wesentlich genauer aim. Ja, ich weiß. Und das sein? Auf Frontier. Natürlich möglich. Da würde ich jetzt sagen, voll Angriff und rein. Ja. Ich hab jetzt mal... AE geladen. Ja. Ich kann ja nachher einmal CV spielen. Spiele ich die Independence, aber mit dem Jäger-Setup, weil alles andere. Finde ich. Mit Flugzeuge hole ich. Was? Die hat keinen Vernünftigen. Die hat einen mit zwei, einen Torpedo, zwei Dive-Bomber oder 111. Ein Torpedo, dann wird auf jeden Fall ein Torpedo. Bei Typhoon, weil die Torpedostaffeln, die zählt ja wie zwei japanische. Auf jeden Fall Striker-Setup hier. Ja. Na gut.
Dann versuche ich Weil schau, was mit deinen Flugzeugen passiert. Die kommen nicht mal hier an, gehen sie down. Das lohnt sich. ja. Soldatziele. War noch ein Kampfflieger. Oh, getroffen und brennt. Und dann mal den Brand stecken. Oder DD vor. Also Achtung, der andere DD. ja, ich bin aber bereit, um. Aber so schlecht ist die KI gar nicht, weil ich sag mal, die zeigen immer schön. Ja, die Fahrer halt straight. Weißt? Also, wenn man richtig Ja, aber Steam hätte, dann würde man die irgendwie jetzt von der Flanke aus angreifen und dann eine Breitseite geben. gar keine falsche Taktik. Der Spee muss halt wirklich gucken, dass jeder Treffer, dass jeder Schuss sitzt. Weg ist weg. Ist jetzt so gut, ne? Die Welle da, Zelle liegt. Kann jetzt gerade leider nicht wirken, aber ich glaube, die kriegt er auch so. Ja, ich komme. Bis zur Seite. Jetzt überrennst du uns voll. Puffer ausgeschaltet und ein Geschützturm. Und jetzt kriecht sie. Einmal mit Profis. Oh, jetzt habe ich die zweite. Leider vorm Bug gesetzt. Ich mal auf den anderen so lang. Thank you.
Jawohl. Nee, da ist jetzt ein Smoke ungefähr. Ah ne, der ist down. Also bis jetzt finde ich die Spiel hier nicht schlecht. In Nürnberg muss weg. Da kommt die Gede. Ja, schade. Scheiße, scheiße, scheiße. Merde! Die war leider unbekannt. So, los geht's! Fahr ich in die linke Ecke. Ja, warte, ja. Dann fahr ich da auch hin. Gucken wir mal. Brauche ich mal der Macht. Mach mal ein bisschen langsamer, noch bin ich hier alleine. Schau, dass du so schnell wie möglich auf deine, hinter deine Felse da kommst. Ja. Und zwar denn ganz links. Ganz links außen? Nee, Moment. Weil wenn du denn da direkt vor dir... Nee. Ja, direkt vor dir links außen. Da meinst du. Genau. Da dahinter versteckst dich, ohne groß Schade zu nehmen, bis dieser Zug da vorbeizieht. Ausstände in der Rücke. Das Spiel hat so einen schönen Geschossflugwinkel. Richtig schön zielen. Hey, komm. Ja, los geht's. Und brennt. Ist ja Mio, oder? Sehr schön. Lass die Hunde los! Ja. Ah, ich geh auf die Mio. Bin ich gebaut. Versuch, gleich die Scharnhorst. So, aber die Miyoko zeigt mir gleich Breitseite. Ja, mir auch. Ich habe AP geladen. Tausend Schaden, aber keine Zitadelle. Achtung, Torpedoblick. Ja, ich sehe es. Und wenn der Pott sich jetzt eben gleich bewegt, dann kotze ich. Und ich fresse den einen, oder? Bewegt den Arsch! Ich hasse ihn.
Und da kommt. Nein, da kommt. Ja, noch. Ja, jetzt muss ich da weg. Das Ding ist so schwerfällig. Ich kann nichts machen. Oh. Oh, das Ding ist vor mir ausgegangen. Ich hab die Torstock glatt vorbeigesetzt. Es ist unglaublich. Computer nicht will, dass der Flugzeug abschließt, dann schießt auch keine Flugzeuge ab. Ja, und wenn der Computer nicht will, dass wir sind, war nicht. Befürchte ich. Das sieht jetzt hier. Was überhaupt bitte? Nicht gut aus. Hauptangriff, dann müssen wir noch eine Minute. Na gut. Dann liegt's an mir. Überlebe auf jeden Fall, scheiß auf Damage und alles, überleben alles. Da ist Scharnhorst. Die tanzt meinen Torps aus, das ist eine wahre Pracht. Eine wahre Pracht. Ganz groß. Unglaublich. Was auch immer. Nein, Shani! Oh! Jetzt. Ich habe was weniger als 4 Kilometer, dann habe ich zweimal Torps abgefeuert. Die lacht sich kaputt. Die zieht den Rock hoch und steigt drüber. Mutzi? Ja. Ah. Wie sieht's aus? Wir sind gleich. Gleich fahren noch eine Runde Photoshop. Ich brauche ja bis heute Abend den Kack-Captain da wieder voll. Aber 78.000 Schaden gemacht. Paul fährt das schwarze Schiff. Echt? Den schwarzen Ritter. Dunkle Ritter. Ich bin Batman. I am Batman! Ich sitze hier in meiner eigenen Brühe. Ey, ich geh nochmal aufs Klo. Aber echt? Nein. Schon warm. Meine Family ist gerade ins Freibad gegangen. Und ich gehe lieber World of Warships. Was ist denn? What's wrong with me? Das heißt Family mit Kinder. Die sind 17 und 14, also von daher. Also 4 und 7 kannst du es nicht bringen.
Aber 4- und 7-Jährige gehen einem mehr. Also, nee, lass mich mal so ausdrücken. Die gerne gehen einem anders auf den Sack. Ja. Aber auf den Sack gehen sie auch.